Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Drian von DailyDPad.de und ich habe einen Cappuccino in meiner Tasse der Machart Wiener Melange, ein paar Lakritz, Kakao, Karamellbohnen. Ich habe Nahrung im Magen, draußen scheint die Sonne und es ist ein prima Tag, um vor Sea of Thrones einzuziehen und jetzt nach New London zu gehen. Warum ich das tue, verzeiht mein Geschmatze, ist, ich habe mir noch keine Zeit gestellt, warum ich das tue, ist mein Beweggrund, irgendwie auf zumindest eine halbwegs interessante Art und Weise so zu leveln, dass ich mir den Crystal Soul Spear kaufen kann, mit dem ich dann Seath letzten Endes den Dolch zwischen die kaputten Augen rammen kann. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und was gäbe es da für eine bessere Methode, als mal nebenbei ganz rein zufällig die Four Kings zu erledigen? Ich weiß, das ist dumm. Aber vielleicht witzig. Außer könnte ich mal Rickard vielleicht ein Ember oder so rüberwachsen lassen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Mir fällt auch ein, was ich noch nicht versucht habe, was auch vielleicht ganz gut klappen könnte, ist gegen Seath, weil er ja ein Drache ist und deswegen offensichtlich eine Blitzschwäche hat, mal meinen Lightning-Jaito auszuprobieren. Vielleicht macht's nicht so viel Schaden. Ich muss das Ding ja auch zweihändig bedienen, von daher sterbe ich wahrscheinlich sofort. Oh, I'm sorry. We in Vinheim don't deal in shoddy embers like that. Perhaps you try hey. Old Smith out in the country. Pff, Alter. Repariere mein, ich hab kein Geld. Come back soon. Smithing helps soothe my nerves. Ja, nimm doch mal meine embers an und... Pff. Arroganter Mistkerl. Snob. Finnheimer. Sollte man alle an ihren goldenen Brillen aufhängen. So, jetzt bin ich gleich mal gespannt, wie groß die Aggro-Reichweite der Geister ist. Denn ich habe nicht so viel Lust, mich hier tatsächlich durch die ganzen Geister zu wursteln. Mir fällt ein, ich habe vergessen, die Trailer... Oh, so viel dazu. Autsch. Ei. Ja. Okay. So viel zum Dashen. Gut, okay, ich habe es auch ein bisschen doof gemacht, weil eigentlich weiter oben wollte ich wieder gegen Geister kämpfen. Machen wir es auf die ordentliche Art und Weise. Aber keine 4 Minuten drin und schon der erste Tod geht gut los heute. Und beim nächsten Mal setze ich mich auch ans Bonfire. Der Cappuccino ist okay. Treppe runter. Na. Ich könnte ja auch nochmal Strake Valley aufräumen eigentlich. Das wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ich meine, ich wollte sowieso mir dann noch einen Ring holen. Ich habe ganz vergessen, welcher das war. Das war der... Ist der Red Tearstone Ring? Habe ich den schon? Ringkunde ist nicht meine beste Kunde. Oh, den Curse by Drink kann ich ja erstmal eigentlich ablegen. Und stattdessen nehme ich doch
einfach mal. Den habe ich schon ausgerüstet. Naja. Ich hätte ja eigentlich gerne den anderen Zauberring, aber der kostet auch nochmal 20.000. Und ich habe vergessen, wo man ihn kauft. Ich glaube bei Rickard. Glaube ich. Naja. Physical Attacks. Yes. Also es gibt eine relativ schöne Abkürzung zu den Four Kings. Als ob da irgendwas wäre, was ich brauchen könnte. Ich habe gerade meine Leiche gesehen. Es gibt eine relativ schöne Abkürzung zu den Four Kings, bei denen man, wenn man sich geschickt anstellt, kein bisschen kämpfen muss und auch an allen Dark Rays vorbeikommt. Die werde ich mal ausprobieren, falls ich heute tatsächlich so weit komme. Also bis zu den Four Kings. Und falls ich es dann auch schaffe. Achso, Tangent Curse, yes. Soul Spears, ne. Oh Gott, irgendwie habe ich das Gefühl, meine Steuerung ist. Ah, ich habe meine Soul Spears nicht mehr. Das ist ja doof. Soul Arrows. Die Mütze. Yay, ich hab mein Nichts wieder. Also gedrained, ohne volle Sorcery würde ich sowieso nicht gegen die Four Kings bestehen können, aber ich muss ja noch ein paar Dark Rays erledigen und eventuell ein bisschen looten. Von daher. So. Richtig. Hier schlummern die Bösen. Da schlummert einer in seinem Shack. Und der könnte eigentlich auch mal gerne rauskommen. Oh je. Ja, okay. Du musst nicht abwehren. Zwingt dich keiner zu. Oh Mann, ich sehe auch nichts. Hm. Ah. Okay. Der Tritt hat ihn nicht sehr beeindruckt. Muss man ja wissen. Jetzt weiß ich. Schlauer geworden. Schöne Sache. Mmh. Oh, kann man sich auch die Zeit vertreiben. Oh, die Lakritze liegt im Sonnenlicht und wird dadurch weicher. Oh, wie sie an den Zähnen klebt. Oh. Sehr gut. So, Hasch hat sich ja eher als naja rausgestellt. Und die gute Fallkontrolle. Die könnte ich vielleicht sogar als Abkürzungsding irgendwo noch brauchen. Ich darf gar nicht so häufig sterben. Meine Tangent Curses gehen ja auch irgendwann zur Neige.
Aber da fällt mir ein, brauche ich die überhaupt bei Magie? Ich meine, ich schieße ja. Na, ich muss mal ausprobieren. Also, wenn man nicht gecursed ist, dann ist es auf jeden Fall doof, mit einem Dolch oder einer sonstigen Nahkampfwaffe auf Geister loszugehen. Aber das tue ich ja eigentlich gar nicht. Ich meine, ich mache ja schon spirituelle Angriffe. Naja, spirituelle Angriffe. Wegen, Mana! Mana-Attack! Ich weiß nicht, inwiefern ich das denn noch mit einem Curse tatsächlich aufladen wollte. Mal gucken. Puff! Nein, geht nicht. Okay. Komisch, aber was soll's. That's the rule, and I won't break it. Superman kommt aus dem Boden. Superman verschwindet wieder im Boden. Boah. Hey! Das geht so nicht. Was? Wie ich Geister hasse. Oh mein Gott. Das ist unglaublich. Stirb doch. So. Okay. Jetzt häng nicht in der Ecke, sondern komm raus. Komm raus. Komm raus, komm raus, komm raus. Hopp, hopp, hopp. Hab eine Ewigkeit. Noch ein bisschen was. Bisschen was. Bisschen was fürs leibliche Wohl. Seelen fürs leibliche was. Ich glaube, da kommt man her und da geht man hin. So geht man dahin. Und weil ich mich nicht wohlfühle. Womit? Mit Recht. Nee, hallo. Oh, thank you. Let's go this way. I'm going here in the corner. Let's go over here. I don't know why we're waiting.
du Schlummi. Alter Schlummi. Ah, hier könnte ich eigentlich mal die Covetous. Genau. Weil die Viecher hier nämlich die Titanite Chunks droppen. Titanite Chunks sind gut für die Seele. Meine Waffenseele. Ah! Ah! Ha! Bin nicht so ganz sicher, wo ich hin soll. Na? Ja. Ich hab keinen Curse mehr. So. Okay. Die hätten mich wahrscheinlich gar nicht erst angegriffen, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und da vorne ist das Valley of Drake. Drakes. Ein S hinten dran. Kann ich gleich eigentlich mal runterrutschen. Weil ich meine gesammelten Seelen nur ungern verlieren würde. Ach, und hier braucht man doch noch. Shit. Pa-pa-pa-pam. Okay. Meinen harten Stuff spare ich mir lieber noch auf. Und ich hoffe, dass mein Transient Curse jetzt nicht einfach alle geht. Na, einen harten Kram kann man ja mal benutzen. Ah! Ja. Was? I died. Mit 10.000 Seelen. Ah, das tut weh. Da muss ich wieder hin, das geht so nicht. Aber das zeigt mir, dass ich doch den Covetous Sake Snurpent Silver Ring ausrüsten sollte. Ring of Snake Protection. Covetous Gold Serpent Silver Ring Serpent. Nein, ich mache jetzt nicht wieder den Drachenspeerschießerbogen. Es ist verführerisch, doch. Sicher. Eine Reihe von Worten einfach in beliebiger Reihenfolge aneinander zu reihen. Das macht Spaß. Aber wenn ich das jede Folge machen würde, wäre das kein Spaß mehr. Es ist genauso wie Quicktime-Events in Videospielen. Ab und zu ist es mal ganz nett. Es treibt dann ja auch das Adrenalin in die Höhe, vielleicht ein bisschen, manchmal, wenn man es gut macht. Aber alle 5 Minuten? Nee. Das ist frustrierend. Das macht keinen Spaß. So, Rickard, hast du meinen anderen guten Ring, den ich haben möchte? Den ich mir jetzt nicht leisten kann. Ich will wissen, ob du ihn hast. Ich war doch gerade erst hier. Jetzt sei mal nicht so codependent. Ah, Chess, du hast ihn nicht. Wer hat ihn? Vielleicht der Ziegenmann? Ziegenmann, vielleicht. Ich weiß nicht mehr, wo er herkommt, aber er hat einen Ziegenhelm auf. Also ist er der Ziegenmann. Der unter der Brücke wohnt. Brückenmann. Ziegenmann. Es wird ja auch eigentlich mal wieder bald Zeit für einen neuen Flash, oder? Ich muss Yoso engagieren.
habe in letzter Zeit sehr viel Game Grumps geguckt. Auch Game Grumps Little Animated. Habe ich Bock bekommen. Außerdem haben wir eine Idee. Eine Idee für einen schönen Flash. Wir haben zwar bisher noch nie geskriptet vorher. Wir werden es auch nicht. Aber ich meine, man kann sich ja mal an irgendwas orientieren. Falls ihr euch gefragt habt, wie wir überhaupt unsere kleinen Flashes gemacht haben. Falls ihr wisst, worum es geht. Oh. Oh, das war knapp. Oh, shit. Na komm. In der Regel machen Jos und ich einfach unsere, für die Tonaufnahme, unsere Aufnahmegeräte an. Labern ungefähr eine halbe Stunde. Und von dieser halben Stunde kommt dann ein Zusammenschnitt von etwa 1,5 Minuten. Als Flash umgesetzt. Oh je. Runter, runter, runter! Weiher! Wo kam der dritte her? Das war neu. Und ich mag neu in diesem Spiel nicht. Neu bedeutet, dass man stirbt. Habt ihr überhaupt Blüten? Ich meine, es sind Skelette. Kriegen Skelette Bleeding Damage? Ah, mein Ohr juckt. Ah, wie es immer so ist. Verdammtes Headset. Nein, eigentlich ist es ein gutes Headset, aber... Wo war ich? Ah ja, ja. Beim Konsumieren. Meiner liebsten Tagesbeschäftigung. So. Homing Crystal Soul Mouse. Nur ohne Crystal. Das wirst du dir so gedacht. Hey. Moment, warum hat er kein Full Damage? So. Hast du Full Damage? Wenn ich teabaggen könnte, würde ich es jetzt tun. Richtig, da war was. Das ist ja auch wie eine ganz miese Falle gelegt. Na, noch ist alles gut. Okay. Da kam einer durch die Wand. Aber nicht mit mir. Schieß doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Autsch. In den Rücken. Sehr gut, sehr gut. Bleib so stehen. Sehr. Und der Dicke will auch noch durch. Das ist okay. Und noch einer. Und mein Challenger Curse hält immer noch. Und da vorne ist so ein blöder Explosionsschädel. Ich weiß jetzt nicht, ob noch irgendwo aus irgendeiner Ecke Gegner kommen. Okay. Das waren nur die Knochen unter meinem... Hey, hey, hey. Spectacular.
My name is Dracula and I feel spectacular. Das ist, glaube ich, kein Mimic. Sehr gut. Titanite Chunk. Yes. Und das wäre doch nicht das Präludium zum Foggate, wenn hier nicht noch irgendwo ein Darkgrave schlummern würde. So kurz vorm Ende nochmal richtig einen fetten Gegner reindrücken. Ja. Von wegen. So, Master Ahead. Nicht das eindeutigste Schild, das ich bisher gesehen habe, aber diese Dinge zeigen ja schon immer sehr gut auf, dass Trouble afoot ist. Und da vorne geht's runter zum Abyss. Niedrig, yes, I know. Wie muss ich jetzt? Nein! Ich wollte... Nein! Ich dachte, ich könnte einfach runtergehen und mal gucken und dann wieder raufkommen. Ich meine, es ist doch... Nee. Aber ich habe ja meine feige Möglichkeit hier. Moment. Die habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Hier irgendwo habe ich doch vielleicht Blood Red, Black Separation, Return Home. Ja, ich glaube, es ist... Nein, das Return Home ist Return to Homeworld. Nun ja, ich habe ja immer noch die Möglichkeit, einen guten Ring auszurüsten. Zum Beispiel hier den Red Ring of Sacrifice. Nullify Curse. Habe ich nicht noch einfach einen normalen Ring of Sacrifice? Muss ich hier den Ring benutzen? Na gut. Das wird unschön. Wenn ich das mal so sagen darf. Das wird... Na, vielleicht kriege ich sogar einen King tot. Das könnte sein. Wenn ich ordentlich den Magieangriffen ausweiche, dann will ich ja gar nicht mal sagen, dass das nicht klappen könnte. Aber zweiter, dritter, vierter... Nee. Was ich im Übrigen brauche, ist ein Schild mit hoher Magieresistenz. Ja, das sind 40, 30, also das Kadukois hat immerhin 65. Das ist ja schon mal ordentlich. Ja, Tower Shields kann ich nicht tragen. Na gut, Kadukius. Los geht's. Wenn ich sterbe, nicht schlimm. 23.800, ich behalte ja alles. Oh, was haben meine Vorgänger hier zu sagen gepflegt? Needring, ja. Das ist jetzt ein bisschen zu spät. Try jumping. Okay. Hüp. Ja, ich verstehe schon. Okay. Spaß beiseite, los geht's. King, wo bist du? I did it. This is nice. Vielleicht soll ich die Homing Crystals vorzünden! Heieiei. Oh. Das sieht schlecht aus. Ah, naja. Ich war ja auch unvorbereitet. Yes, I was. Ring Revolver. Aber ich habe ihn schon ein bisschen Schaden gemacht, aber nicht wirklich gut und nicht wirklich viel. Ich meine, das letzte Mal, als ich die Kings platt gemacht habe, war es mit der fettesten Rüstung, die ich finden konnte, und einem gigantischen Hammer. Und einem schnellen rechten Zeigefinger. Klick, 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 klick.
Okay. Level up. Alles in Intelligence reinpumpen. So, die anderen Dinger hier bringen auch noch ein bisschen was. Vielleicht komme ich auf 16.000. Ah, knapp. Egal. Tweet. War das 16.000? Ja, 16.880. Gut, ich will mal ausprobieren. Nee, nicht ausprobieren. Nicht ausprobieren. Erst 3000 Seelen sammeln, dann ausprobieren. Danach kann ich nach Herzenslaune ausprobieren. Das ist dann auch egal. Hallo, Framt. Framt. Muss man jeden Buchstaben einzeln aussprechen. Frampt. Ich glaube, die bringen hier nicht so viel. Das würde ewig dauern. Ich beschieße die jetzt. Ja. Okay, Skelett mit Soul Spears kaputt machen. Das ist ein bisschen overkill. Oh, come. Wo kriege ich denn am schnellsten? Ah, ich weiß. In Anolondo. Das ist die falsche Tasse. Warum habe ich hier mehrere Tassen stehen? Und warum haben sie beide dasselbe Muster? Oh. Razer-Tassen. Das ist das Beste, was Razer je hergestellt hat. Nein, keine Ahnung, ich benutze keinen Razer Gear. Ist mir zu teuer. Und irgendwie habe ich es noch nie geschafft, bei der Gamescom was von der Firma zu gewinnen. Blödes Razer. Ich krieg nie was geschenkt. Nächstes Mal bei Dark Souls, ich bekomme was von Razer geschenkt. Und Razer Headset. Oh, bestes Headset. Oh, ich benutze einen Razer Controller auf meinem Razer Monitor. Ja, go. Hat nicht ewig Zeit. So. Ist durchgegangen? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Diese Eigenschaft kannte ich noch nicht. Steht bestimmt in der Beschreibung drin, aber wer liest schon Anleitung? So, 16.800. Dann komme ich eben mit der Homing Crystal Soul Mars und blas euch weg. Ich könnte ja auch nochmal wieder einen anderen Ring anlegen. Oder zwei oder drei. Sehr gut. Schade. Das soll reichen. Bitte was? Okay, du willst es wissen, ha? Huh? Du willst es wissen, ha? Huh? Da! Ich mag das. Satelliten um mich herum, die alleine feuern. Das ist wie bei FTL. Da bin ich auch am liebsten die Engineers, die einfach bloß Drohnen ausschicken, die das Schiff unter Beschuss nehmen, während ich mich zurücklehnen kann und meine Crew begraben kann. So, erstmal Rebel ab. Intelligence. Da fehlen immer noch 6 Intelligence Level. Das ist traurig. Das ist sehr traurig. Ach, ich versuche mich jetzt einfach nochmal in Thief. Was soll's? Was soll's?
Ich habe nachgelesen, dass man eigentlich mit seinen Zaubereien außerhalb von Seas Angriffsradius bleiben kann und dass man mit den Sachen treffen kann. Aber aus irgendeinem Grund ist mein Lock-On eben nicht so gut. Schafft nicht das, was ich geschafft haben möchte. Es ist ineffizient. Du bist ineffizient. Wegrationalisiert. In meinem früheren Leben war ich ein Manager. Kein sehr guter, denn sonst hätte ich ja Leute bezahlt, mich am Leben zu halten. Für immer. Wo habe ich die Humanity her? Nee, ernsthaft, wo habe ich die Humanity her? Komm, die werde ich jetzt nicht. Ey! Ich wollte gerade sagen, die wollte ich jetzt nicht aufgeben. Ich wollte zum Bonfire zurück, mich menschlich machen und mal gucken, ob ich vielleicht irgendwo ein Summoning Sign kriege. Ich glaube zwar nicht, dass eins existiert, aber ey. Ring of Favor and Protection. Ja, den habe ich schon kaputt gemacht. Ah! Immer dieselbe Soße. Ja, und gleich setze ich mich auch ans Bonfire. Ihr wollt es ja so, und dann kriegt ihr es auch. So, rangesetzt, sehr schön. Und ich nehme hier auch nochmal ein anderes Schild dabei. Wo ist mein gutes? Seizerschild. Nur echt mit der Flamme. Kohle, Crystal Strash und naja. Na fucking ja. Aber was ich mal machen kann, ist jetzt einfach, wo ist mein Lightning Yaito? Hallo, da. Plus 3, naja, gut. Sieht so dumm aus, damit herumzulaufen. Das ist ja unglaublich. Wo ist eigentlich mein Stuff? Da vorne? Okay. Von mir aus. Wow. You recover, that is very nice, but I need to get out of here. Also manchmal freue ich mich wirklich darauf, die nächste Folge Dark Souls aufzunehmen. Und dann hat mein Kampf gegen Seath begonnen. Wirklich, das ist, seitdem habe ich eigentlich keine Freude mehr im Leben. Und wenn ich daran denke, dass ich danach auch noch die Kings besiegen soll, ich bin nicht abgerutscht. Komisch. Irgendwas ist hier faul. Irgendwas ist hier mächtig faul. Und jetzt richte ich mal ganz schnell den Curse by Dream aus. Oh je, das wäre ja was geworden. Das wäre, ja. Sehr gut, so. Curse geht runter. Los, geh runter. Geh runter, Curse, geh runter, ich singe den Geh runter, Curse-Song. Geh runter, Curse, geh runter, bleib nicht oben, sondern geh runter, Curse, geh runter, das wird mir langsam zu viel. Okay.
Schub-da-wub-da-schwub. Schubidi-bub. Schwub. Meister im Muschel ausweichen. Jawohl, ja. Durch. Los geht's. Den brauche ich sowieso nicht. Es hieß mich erwischt, bin ich tot. Und ich stehe ja mal wieder genau richtig. Das trifft einfach nicht. Ich meine, ich könnte jetzt auch den Bogen auspacken und auf ihn schießen, aber really? Au, au, IA, au, IA, IA, au. Und ich will hier weg. Komm her, Seed, komm her, komm her. Komm zu mir in die Mitte des Rings. Da, wo ich dich am besten massakrieren kann. Bin ich ein bisschen gierig geworden. Ja, weg, 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 weg. Komm, Seed, komm, Seed. Nom, 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 nom. Los, 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 los. Greif mich an. Und wenn ich dich angreife, habe ich Angst. Ist eigentlich so scheiße langsam. Au, au, au. Ah, das bisschen Gekörser, das macht mir noch nichts. Göll, göll, göll. Du machst doch Müll. Oje, oje, oje. Au, 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 au. Und weg. Tschüss. Ach, die Musik ist auch ein bisschen psycho eigentlich. Oh je. Okay, Kass, 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 nein. Sehr gut. Attacco mio! Attacco mio, Monsieur, Monsieur Seed. Senor! Monsieur! Vielleicht hätte ich schon vorher mal damit anfangen sollen, Seed nicht immer einfach nur zu aggro, zu spammen, voll zu kloppen. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Nicht in meiner Nähe bleiben. Ich habe mich viel zu sehr darauf verlassen, dass ich vorne recht sicher bin. Weiß auch nicht warum. Aus irgendeinem Grund klang das eigentlich wie eine Shit! What is this? No. Jetzt steht er mit der falschen Seite zu mir. Ah, ne, er hat sich wieder umgedreht. Jetzt ist es auch so klein. Seed, was machst du eigentlich hier? Seed, das ist kein Umgang für dich. Seed, Seed, hör auf mich! Ich seh einen Scheiß. Das macht mir nichts. So. Kein Schaden. No damage.
Nja, njada. Nada de njada. Okay, komm, Seath, ja. Sehr gut. Mach deinen Scheiß, ich mach meinen Scheiß, wir sind beide glücklich. Zack, zack. Mein Stamina ist ein Scheiß dafür, aber mach nichts. Gül, ich hab noch genug Estus Flasks. Und jetzt hau ich dir meine scheiß Soulspears in den Darm. Also, bald du angreifst. Lass dir Zeit. Oh je. Richtig. Ja, das macht er ja auch. Nope. In den Darm. Weg mit der Attacke. So. So viel zu den Spears. Oh je, 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 je. Und der Rest wird klein gehackt. Jetzt gibt's Seath-Würstchen. Seath-Würstchen. Ah, na okay, einmal noch. Oh, mein Puls geht hoch. Ich kann meinen Herzschlag durch die Brust spüren. Seath wird Hackfleisch. Und dann mit Pferden verlenkt und in deutschen Mensen verteilt. Attacke! Nein, 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 nein. Und weg mit dir! Guter Drache! In den Staub! Okay, wo ist das Loot? Bonofiro. Resta at Bonofiro, Level up. Oui, oui. Dexterity, nein, nicht Dexterity. Bin ich wahnsinnig. Intelligence. 41. Confirm, Reinforcement. Und dann werde ich gleich, Monsieur Big Logan, Grand Logan, um seinen Hut erleichtern. Den kann ich mir zwar nicht aufziehen, weil das gegen meine Religion geht. Aber ich habe ihn gerne in meiner Tasche. Ich fühle mich gut, wenn ich Monsieur Big Logans Hut in meiner Tasche habe. Die Frage ist nur, wie komme ich am besten wieder dorthin zurück? Durch die Duke Archives ist vielleicht ein bisschen zu schwierig. Ich gehe einfach. Durch Anor Londo hindurch. Dort, oui, oui. Ich konnte mal Französisch. Und da sind sehr viele Leute an Curses gestorben. Was ja okay ist. Mann! Seath, beim ersten Mal! Was, das letzte Mal? Gott, alles tot, aber die Sonne scheint. Ich bin eine halbe Pflanze. Es hat mir Energie gegeben, offensichtlich, weiß auch nicht. Oder es war der Zucker, oder das Koffein, oder beides. Jedenfalls ist Seath tot. Und das ist doch eine gute Sache. Dann werde ich noch ein bisschen heimierende Crystal Soul Mars auf große Ritter spucken. Und dann kann ich auch endlich mal den mystischen Curse by Drink ablegen. Yes! Covetous, komm zu mir. Schon wieder 10.000. Wow. Ich mach grad die dicken Kröten. Logan wird ja nicht so schwer sein, oder? Ich spare mir meine Crystal Soul Mars lieber auf. Man weiß ja nie. Ich meine, er ist der Erfinder des Crystal Soul Spear. Na, nicht Erfinder, Wiedererfinder. Er hat den Soul Spear erfunden. Also ist er wahrscheinlich auch der Erfinder des Crystal Soul Spears. Sehr wahrscheinlich. Und deswegen natürlich brandgefährlich.
Weswegen ich mir jetzt auch mein gutes 65% Magie-Abwehrschild hole. Es ist gut und es hat 65% Magieabwehr. Hole in den Fahrstuhl, fahre den Fahrstuhl. Fahre den Fahrstuhl bis ganz nach oben. Guck dich um und fahr wieder runter. Oh, das ist die Magier. Oh, fuck! Jeebus Crow. Hat mich ja ein fetter Pfeil einfach erwischt. Nicht okay. Das macht man nicht. So, Monsieur, Monsieur Le Stieglitz, an euch renne ich jetzt einfach vorbei. Es ist mir vollkommen egal, was ihr sagt. Das ist unfair, feige Sau, vollkommen egal. Und ich hasse diese Stühle. Und du willst mich abfangen? Was ist hier los? Seit wann haben die Dinger hier KI? Wow. Bam! Und der Schalt ist auf der falschen Seite. Mann! Was ist denn das? Ich hab da was im Rücken. Mann. Können Sie sich nicht leisten, einfach Schalter auf beide Seiten zu bauen? Ah, was? One-Hit-File-Kill. What the hell? Hoffentlich bleibt der Fahrstuhl jetzt unten. Meine guten Pfeile, Pfeile, Seelen, meine guten Seelen, nein. Rüste ich doch nochmal meinen anderen Trusty Heater Shield aus. So. Heater Shield ist Trusty. Ich merke, dass ich dieses Bonfire nicht gekindelt habe. Ich habe immer noch nur 8 Estus Flasks. Kein Achievement. Schade. No! Oh no, it's no. I know. Okay. Rushy McRush, Teil 2. Whoop. Whoop. Oh, Schimmerlamma. Ich hoffe, sie kommen hier durch die Säulen nicht so gut durch. Habe ich zumindest die Möglichkeit, mich noch zu heilen. Heieiei. Bin ein bisschen falsch gelaufen hier. Aber das geht noch. So, meine Freunde, wo sind meine Seelen? Da. Und der Fahrstuhl ist auch noch da. Wunderbar. Haha, du bist zu klein, um mitzufahren. Da oben wird doch noch der andere Stinker sein, oder? Kristallstinky. Kristallstinky. Wie mache ich dich am besten platt? Ah, ein Seelensperr ist schon gut für dich. Wenn er überhaupt noch da ist. Ich weiß nicht, vielleicht spawnt er nur einmal.
Er ist immerhin Kristallstinky. Ah? Ich glaube, in der Zwischenzeit hätte er schon hier stehen müssen. Ich meine, von ihm bekommt man auch ein Unique Item. Da liegt der Verdacht nahe, dass er nicht wiederkommt. Okay, ich bin oben. Da ist eine Truhe. Das ist verdächtig. Okay, aber wo ist Logan? Hä? Ich meine, Logan unten ist weg. Glaube ich zumindest. Ich bin mir relativ sicher, dass er weg ist. Was ist hier los? Was ist hier los? Alles, was ich weiß, ist falsch. Und ich habe Logan übersehen. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon getan. Vielleicht hockt er hier irgendwo in der Ecke. Vielleicht kann man auch mit ihm reden. Vielleicht kann man ihn davon überzeugen, dass sein Wahnsinn heilbar ist. Nein, wahrscheinlich nicht. Was ist der Ausgang? Okay. Logan? Nein. Okay. Ich kann jetzt nochmal unten nachgucken, ob er immer noch da hockt, ob ich vergessen habe, irgendwas von ihm zu kaufen. Aber ich meine, ich habe in der letzten oder vorletzten Folge die Truhe gelootet, die seinen Platz eingenommen hat. Das ist ja merkwürdig. Ich will nicht zurück durch die Horde. Er wartet nicht auf mich. Aber hier warten ganz andere Sachen auf mich. Und ich muss niesen. Aber ja, mit Willenskraft kann ich das verhindern. Hallo, Magier-Chan. Ich gehe da mal wieder. Beachtet mich gar nicht. Oh, du wolltest mit? Okay. Lass dich backstabben! Du Mülltier! Ja, komm, ich parier dich jetzt. Komm! Jetzt mach was! Schlag mich! Schlag mich doch! Schlag mich! Los! Schlag mich! Was war das denn? The Duke's Archives. Das bedeutet, dass ich vielleicht nochmal wieder... Bonfire in Crystal Cave. Ach so, bei Steve's Grabesstätte. So. Ich werde nochmal das Internet bemühen. Big Hat Logan Dark Souls Wiki. Na, Big Hat Logan. Währenddessen renne ich schon mal ein bisschen weiter. Verzeihung für mein kurzes Machen. Das war nicht meine Absicht. So, hier nach links. Und? Da! Ah, jetzt ist er verrückt, meinte ich. Stay clear of my work. Curses upon you. How dare you disturb me? Okay. Jetzt ist er wahnsinnig. How dare you disturb me? I am a voice actor who tries to be mad at you. Zurück nach Anorando. Und jetzt kannst du nochmal. Na gut. Dann brauche ich auch das Dark Souls Wiki nicht mehr. Ha! Ich bin schlauer als das Dark Souls Wiki. Oh, ich habe noch eine Lakritzbohne.
Eine Seele eingesammelt, die ich jetzt benutzen kann. Nee. Okay, mein Wecker sagt mir, es ist vorbei. Also für heute. Aber ernsthaft, ich will jetzt noch Logan besiegen. Von daher kriegt ihr jetzt Bonuszeit. Dark Souls Overtime. Da reicht auch die normale. Dark Souls Overtime ist eigentlich ein cooler Titel. Und mal wieder den Folgentitel gefunden. Dark Souls Overtime. Overtime. Und plötzlich ist das Ambiente weg. Ah, ist ja auch okay. Oh, ich hoffe, ich habe die Aufnahme gestartet. Das wäre jetzt richtig schlecht, wenn ich die Aufnahme nicht gestartet hätte. Mann, wäre das übel. Aber anscheinend läuft sie. Wahnsinn. Technologie, ha? Huh? Nette Sache. So, vorsichtig aber nochmal. Also Bahnhof aktivieren. Dann gehen wir hier durch und springen durch das Ding. Nein. Das ist alles verdammt stabil gebaut in den Archiven. Das sind nicht die 0815 IKEA-Möbel. Das ist Massivholz. Da könnte sich nicht mal Kirk mit seiner Dornenrüstung durchrollen. So, und jetzt nochmal der ganze Spaß. Das war perfekt geblockt, das war nicht so perfekt geblockt. Und weiter geht's. Oh, okay. Ich glaube, ich cleare erstmal den ersten Raum. Oh, meine ganzen... Was wollt ihr alle? Ich bin doch schon tot. Oh, jetzt muss ich wieder den Fahrstuhl holen. Fahrstuhl. Okay, das war nicht ganz so cool, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte doch eigentlich nach oben zeigen, aber aus irgendeinem Grund habe ich das nicht. Joy! So freue ich mich auch immer, wenn ich... Ja. Wenn ich einen Boss besiegt habe, springe ich auf und mache... Oh, fuck! Und gü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 g
den guten Schild auszurüsten. Also den anderen guten Schild. Und... Homing Crystal Soul Mars. Kriegst gleich deine eigenen Rezepte zu schmecken. Kriegst du. Hier kommt jetzt der Kampf der Magier. Duell der Magier. Welches gar nicht so ein schlechter Film war. Gut, es war ein Nicolas Cage Film. Er war, glaube ich, von Disney mitproduziert. Hatte ganz gute Effekte. Oh, Logan ist nackt. Und kriegt enorm viel Schaden, weil er kein gutes Schild hat. Bam! Tut mir leid, Logan, aber dein Hut gehört mir. Ruhe in Frieden. Ah ja. Sorcery White Dragon Breath. Und der Tin Crystallization Gedrist. Und der Big Hat. Tin Crystallization Gedrist. Tin Banishment. 42. Macht alles besser. Sehr gut. Gab es nicht noch irgendwie Logans Catalyst? Naja, das werde ich dann mal ein andermal rausfinden. Gut, wir sind ja auch schon lange über der Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und nächste Woche geht's weiter, wenn ich nicht die vier Könige besiege, sondern mich sehr wahrscheinlich in die Dämonengrube wage. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.